Was geht ab, YouTube? Euer Red Times zurück mit einem neuen Video hier auf seinem Channel. Heute mit dem Frage-Antwort-Video. Und erstmal vorab, Leute, danke an alle, die mir geschrieben haben. Ich habe echt viele Fragen bekommen. Viele haben auch mehrere Sachen gefragt. Ich habe jetzt das einmal so gemacht. Ich habe es natürlich eingegrenzt, doppelte Fragen raus und ein paar interessante Fragen, die natürlich auch mich anbelangen, weil es ja auch um mich geht, rein. Trotzdem waren es noch so viele. Ich habe 30 Fragen erstmal ausgewählt. Es ist ja nicht das letzte Mal. Und ich mache es jetzt so: 15 Fragen in diesem Video und 15 im zweiten Teil. Also nur damit ihr Bescheid wisst, ich fange auch direkt an, weil sonst zieht sich das hier alles in die Länge. Und deswegen fangen wir einfach mal direkt an. Häufige Frage, wie es mir geht. Also mir geht es so sehr, sehr gut, muss ich sagen. Falls jemand diese Frage auf dem körperlichen oder sage ich mal durch die OPs bezogen hat, dann kommt dazu noch mal ein extra Video. Also da kommt auf jeden Fall noch was, versprochen. So, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Also an alle, danke, mir geht's gut, hoffe euch natürlich auch. So, nächste Frage war Sexstellung. Also ich gehe davon aus, dass derjenige meine Lieblingssexstellung wissen wollte und da kann ich dazu nur sagen, so, ich liebe Doggy. Ich hau das auch einfach so offen und ehrlich raus, weil wie gesagt, ich denke, das ist was Normales. Jeder hat Sex draußen und jeder hat seine Vorliebe. Und deswegen Doggy, finde ich richtig geil, passt auf jeden Fall. Nächste Frage, Leute. Was ich für einen Schulabschluss habe. Ich habe die mittlere Reife gemacht, hätte auch weitermachen können, wollte ich aber allerdings nicht, weil ich muss dazu sagen, ich komme aus einem größeren Haushalt. Also sprich, ich habe insgesamt 7 Geschwister und wenn man da unter einem Dach lebt, ist es natürlich alles immer ein bisschen schwieriger. Und natürlich auch so wollte ich immer irgendwie mein eigenes Geld verdienen, bin deswegen mit 17 damals ausgezogen. Und habe damit dann eigentlich mit der Schule aufgehört, mit der mittleren Reife. Und habe damals auch meine Ausbildung angefangen. Und habe sie aber abgebrochen, weil ich mehr dringend Geld gebraucht habe. Und deswegen habe ich halt einfach diesen Werdegang für mich entschieden und habe gleich angefangen zu arbeiten. Also mittlere Reife. So. Wie viele Kinder ich habe. Also insgesamt habe ich 3 Kinder. Davon habe ich 2 leibliche Töchter und einen Sohn, der von meiner Freundin in diese Beziehung gebracht wurde. Er ist 13, viele kennen ihn, Simo. Und meine kleine Tochter Elena, die wird jetzt am 15.02. 3 Jahre alt. Und dann meine Josephine, die ist letztes Jahr 2019 im Oktober geboren. Und ja, also wir sind eine 5-köpfige Familie, sehr glücklich, es passt alles und mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also, 3 Kinder. So, mein Traum, Urlaubsziel. Ich habe mir diese Frage schon angeschaut und ich habe lange überlegt und ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich kein Traumziel. Es gibt so viele schöne Orte und ich bin auch so ein Typ, ich liebe zum Beispiel einfach Schnee. Und ich liebe Österreich und ich liebe da einfach auch den Alpenbereich. Und wenn du da einfach eine schöne Blockhütte hast und einfach den Schnee genießen kannst auf einer Piste, das ist das Geilste, was es gibt. Aber wenn ihr jetzt einfach so sagen müsste, ich bin ein großer Fan natürlich auch vom Strand, ja, Malediven, wunderschön alles, muss ich dazu sagen, war ich aber noch nicht. Also ich habe es natürlich gesehen und auch aus Hören sagen, ne? Sagt man immer so schön. Sagen, ist das so? Ja. Also auf jeden Fall finde ich Malediven schön und natürlich aber auch sowas wie New York, sowas. Also wenn Traumreiseziel, dann hätte ich 2, dann sind einmal auf jeden Fall in meinem Leben die Malediven, da will ich unbedingt mal hin und auf jeden Fall New York. Also das sind die 2 Traumreiseziele, die ich habe und alles andere habe ich schon vieles gemacht, also ich war auch schon viel unterwegs und deswegen, ja, das sind meine Traumreiseziele. So. Ach so, ja, auch eine ganz gute Frage kam auch öfters, wie viel Geld ich für meine Tattoos ausgegeben habe. Also an alle, die mich kennen, man sieht jetzt nicht wirklich viel, so also ein bisschen hier auf der Hand. Man sieht auch auf Instagram, dass ich gut zutätowiert bin, also linke komplette Arm, rechte, ein bisschen über die Schulter hinten, die Brust voll. Ist aber noch nicht alles, also da kommt noch was, aber jetzt kommen wir erstmal zur eigentlichen Frage. Von einer sehr guten Freundin, die damals auch, also Familienmitglied sozusagen mit meinem Bruder zusammen war. Die ist Tätowiererin und die hat mich tätowiert und dadurch habe ich einfach natürlich erheblich gespart. Also insgesamt habe ich einfach mal so ausgerechnet, wäre ich knapp über die 5.000 Euro gekommen mit diesen Tätowierungen. Aber dadurch, dass ich halt wie gesagt so das Glück hatte, dass jemand in der Familie mich tätowiert hat, habe ich insgesamt für die Tattoos glaube ich zwischen 1,2 und 1,3 gezahlt.
Und auch wenn manch einer das nicht versteht, weil es Familie ist, ich finde das einfach richtig, weil ich sage, nur alleine vom linken Arm her aus hat man für die eine Hälfte 6 Stunden und nochmal für die andere Hälfte 6 Stunden. Das ist so, die Materialkosten halten sich ja in Grenzen, aber diese Arbeit, die man da reinsteckt, und ich finde, das muss belohnt werden, und ob das Familie ist oder nicht, das hätte auch mein Bruder sein können, der hätte von mir auch Geld auf den Tisch gelegt bekommen. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil es einfach eine richtig krasse Arbeit ist. Da muss man sich so hardcore konzentrieren, und es ist einfach mal fürs Leben so ein Tattoo. Also das ist meine Meinung, nicht so für die Leute, die sich dann draußen irgendwas noch weglasern lassen oder sonst was und sich gar nicht mehr tätowieren lassen. Ich finde, sowas ist fürs Leben, und wenn, also das ist auch wiederum nur meine Meinung. Ich finde, also habe ich auch von vielen gehört, einmal tätowiert und du willst immer wieder. Und ich bin auch noch gar nicht fertig. Es stehen schon so viele Motive, es sind auch noch so viele Sachen schon im Kopf, und die werde ich dann auch demnächst jetzt machen lassen. Mal schauen, aber die muss ich dann halt, wie gesagt, so richtig bezahlen, oder ich fahre auch zu ihr, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Und ja, auf jeden Fall, das wäre so der reguläre Preis gewesen, aber bezahlt so 1, 2, 1, 3. Auf jeden Fall. So. Was sagen deine Freunde oder deine Umgebung, dass du YouTube machst? Also dazu, dass du YouTube machst. Ja, also was soll ich großartig sagen? Meine Umgebung ist natürlich so, jetzt von meinem Sohn, die Leute aus der Schule, da gibt es natürlich ein paar, die das feiern, was ich halt mache. Es gibt natürlich viele, die sagen, es ist uninteressant. Es sind natürlich geteilte Meinungen, es kommt viel Hate, es kommt viel Glückwünsche, es kommt viel, ja, wow, wir mögen dich, mach weiter so, ich bin dein größter Fan, all sowas. Schließlich bin ich auch nicht mehr am Anfang, so wie früher. Ich habe jetzt schon fast 15.000 Abonnenten, das ist schon ein bisschen anders. Da hat man sich schon eine kleine Community aufgebaut. Und darüber freue ich mich auf jeden Fall. Und Freunde sind auf jeden Fall, muss ich also dazu sagen, Freunde, die ich habe, sind alle nicht so YouTube-aktiv, und deswegen sind die auch nicht so, wenn ich jetzt sage so, hey, komm mal, mach mal ein Video mit mir oder sonst was, dann, ja, okay. Aber so jemand, der jetzt so, ey, vollkommen, ey, du machst YouTube, lass mich mal mitmachen, sowas habe ich leider nicht, das muss ich auch dazu sagen. Das hatte ich aber auch nicht in Berlin. Aber das ist mir egal, weil es ist ja eigentlich auch mein Hobby und ich muss mich hier durchsetzen, und ich denke, das funktioniert momentan sehr gut, und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen, dass es so gut läuft. So, nächste Frage. Ob ich schon über YouTube und Insta Geld verdiene? Also über YouTube, ja, ich bin auch schon in einer Partnerschaft, aber es hält sich bei mir so in Grenzen, dass ich das Geld nicht ausgezahlt bekomme. YouTube hat so eine Grenze ab 50 Dollar, alles was über 50 Dollar kommt, wird ausgezahlt, alles was drunter liegt, wird erst gar nicht ausgezahlt. Und dadurch, dass ich so lange schleifen lassen habe, ist es halt bei mir so, dass ich halt des Öfteren kein Content gebracht habe und dann einfach im Monat ein Video mal reingehauen habe, und da war das alles zu gering, dass man irgendwas hätte verdienen können. Also es beläuft sich auf 30 bis 40 Dollar vielleicht manchmal im Monat, aber das ist halt, wie gesagt, so nichts Sehenswertes. Ich denke, wenn ich jetzt kontinuierlich einfach mal durchziehen würde, so wie ich es jetzt gerade, sagen wir, im Januar mache und es auch weiterhin durchziehe, dann wird sich das, denke ich mal, schon ändern. Und ich denke mal, ab Mitte des Jahres könnte dann schon ein dreistelliger Bereich rauskommen. Instagram habe ich persönlich jetzt noch nichts verdient. Doch, gut, sorry. Ich wurde aber nicht bezahlt. Also Geld, gut, man fragt ja nach Geld. Geld habe ich noch nicht bekommen, aber ich habe schon Produkte bekommen. Und jetzt habe ich aber 2 Partnerschaften bekommen. Kann ich aber noch nicht sagen, wer. Das werdet ihr dann auf Instagram sehen. Und die sind bezahlt und die kommen jetzt demnächst. Also ja, seid so. So läuft es momentan. So. Dann haben wir hier. Was ich arbeite. Also zum Thema Arbeit kann ich nur sagen, dass ich momentan nicht arbeite und nicht arbeitssuchend rein theoretisch bin, aber ich bin derzeit noch krank, also darf ich noch. Also ich darf gar nicht arbeiten derzeit, und deswegen, ja, so. Also ich kann auch noch ein klein bisschen was dazu sagen. Ich würde Dezember 2019, Anfang, wurde ich gekündigt. Jetzt habe ich die Kündigung schon davor erhalten, 2 Monate davor. Und weil ich bin seit Juli 2019 krank. Und ich habe ja gerade schon von Anfang an gesagt, so, ich mache euch mal ein Video, warum ich krank bin und warum sich das alles so lange hinauszögert. Das werde ich euch dann alles nochmal in Ruhe in diesem Video erklären. Ich denke mal, das werde ich auch Ende der Woche bringen. Und dann kriegt ihr das auch nochmal mit. Also derzeit nichts. So, und dann
musste ich einfach machen. Ich hatte wirklich so viele Fragen, aber es war auch so viel Gedöns von diesen Bots, ja. Also ich muss echt sagen, ich habe dann schon wieder so eine Nachricht bekommen: Right Times, hallo, Sie können 10 bis 200 € gewinnen. Schauen Sie auf meiner Story vorbei. Also an erster Stelle gibt es ja auch noch diese ganzen Sexbots da, die ganzen Frauen. Ich finde das sowas von schrecklich. Ich finde das richtig schrecklich, Leute. Das ist so belästigend, das ist so nervend, weil du willst irgendwas machen und du kriegst erstmal 10.000 Nachrichten dazu nur von so einer Kacke und das ist richtig stressig. Aber auch egal, es sind diese dummen Bots, kann man auch ignorieren, kann man sich umsonst aufregen, aber es ist einfach nur nervig. Und das wollte ich einfach mal sagen. Ich denke, ihr kennt es alle, auch wenn ihr einfach mal so eine Fragerunde startet bei Instagram. Man hat immer irgendwo einen Bot drin, auf jeden Fall. Es sind natürlich auch die, die sowas dann posten. Manch einer denkt, oh, 10, sind auch kleinere, ne? Oh, 10, 200 € verdienen. Die gehen aufs Profil, gesagt, zu abonnieren den, weil es dann auch noch da drin steht. Und schon wächst denen sein Profil ins Unermessliche. Also Schrott, glaubt nicht so Müll. So, dann habe ich ein paar Fragen, waren natürlich auch auf Englisch. Ich habe sie dann einfach gleich Deutsch gesetzt und werde ich das jetzt einfach anders beantworten. Was für ein Spielzeug ich in meiner Kindheit geliebt habe, also was mein Lieblingsspielzeug war. Also ich muss sagen, ich war früher eigentlich nonstop nur draußen, wo ich in dem Alter war und ich habe nur Fußball gespielt. Ich habe auch 9 Jahre im Verein gespielt. Und ich habe wirklich nur intensiv Fußball gespielt. Wenn ich zu Hause war, dann hatte ich eigentlich entweder dann nur, lag ich dann in der Ecke tot, weil ich wirklich hinter auch nach der Schule noch fast 5, 6 Stunden Fußball spielen war. Aber wenn ich gespielt habe, dann hatte ich einfach wirklich eine Riesenkiste, wo ich wollte jetzt Tausende von Matchbox-Autos sagen, aber das stimmt gar nicht. Also es waren auf jeden Fall nochmal 50, 60 Matchbox-Autos mit diesen Aufbaubahnen, die man halt haben konnte, eine Carrera-Bahn, sowas halt. Das hat mich voll interessiert. Und das Allergeilste daran ist, ich hatte auch diese Autos. Kennt ihr die noch draußen? Und wenn ja, Alter, ohne Scheißdreck, Hashtag Farbauto. Unten in die Kommentare. Ich hatte diese Autos, die du nehmen konntest, waren damit zum Beispiel grün oder so, und dann hast du sie unter heißes Wasser oder kaltes Wasser gemacht, und dann haben die die Farbe geändert, komplett am ganzen Auto. Ich fand die so geil, und ich glaube, ich hatte auch 10, 15 Stück davon. Die waren einfach so cool, die Dinger. Und ich meine, so als kleines Kind, wenn du Bahn gegangen bist, dann hast du deine Autos mit ins Wasser genommen, und so, dann haben die die Farbe da geändert. Einfach nur genial, diese Dinger. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ja, so, nächste Frage. So, dann dachte ich mir auch so, es gab wirklich in diesen Sachen noch Fragen, wo ich dachte, so, die sind auch interessant und die würde ich gerne mit reingenommen. Aber ich habe auch gesagt, so, ich probiere alles irgendwie ein bisschen unter Dach und Fach zu bekommen, dass jeder seine Antwort bekommt. Und dann habe ich dann so eine Frage und das auch, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Mal bekommen, wie lang mein Penis ist. Also Leute, was stimmt mit euch nicht? Ich könnte jetzt den dummen Spruch raushauen und gesagt, so, frag deine Mami, aber so ein Mensch bin ich nicht, weil es totaler Schwachsinn ist. Also ich denke, das greift erheblich in meine Privatsphäre ein, es geht niemandem was an. Und ich bin mit mir zufrieden, sehr zufrieden. Ich bin auch ein FKK-Typ und ich bin auch ein Typ, wie gesagt, so der in die Sauna geht. Also ich kann mich nicht beklagen. Und ganz ehrlich, und wenn ich eine kleine Nute hätte, ich bin glücklich. Ich habe meine Kinder gezeugt und das ist alles in Ordnung. Also Monte Bene-Gesetze. Also solche Fragen hat man auch nonstop bekommen und dachte ich mir auch schon wieder so, läuft wieder. So, sind wir schon am Ende angekommen? Das war noch eine Links hier, ne? Ich muss mal kurz gucken, vielleicht habe ich einen zu übersprungen, aus Versehen. Ach so. Ja. Nö, das war's, wie gesagt. Habe ich alles durch? Auf jeden Fall will ich euch gleich einfach nur sagen, so, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da. Es wäre schön, wenn ihr mich weiterhin unterstützen könntet mit der Situation, teilt das Video einfach mal, probiert einfach mal vielleicht das irgendwie noch ein bisschen zu pushen alles. Ich stehe kurz vor den 15.000, ich möchte diese 15.000 noch echt im Februar erreichen und ich habe bei den 5.000 Abonnenten und bei den 10.000 Abonnenten echt wirklich für euch nichts getan, was ein Abonnenten-Special angeht. Aber versprochen, Leute, bei 15.000 kommt ein wirklich geiles Abonnenten-Special. Und da habe ich schon echt was geplant. Und das würde ich gerne noch im Februar raushauen. Also haut in die Tasten, versendet das Video, schaut mal, was wir machen können. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis dahin, Peace and out, Leute.